Guten Morgen. Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. Wir sind natürlich schon im April, aber ich habe hier mal angehalten, um einen kleinen Eindruck zu geben, wie das ist, wenn die Natur ins Laufen kommt. Ihr seht hier vor mir ein Maisfeld. Das ist im letzten Herbst geerntet worden und es ist dann mehr oder weniger sich selbst überlassen worden. Und es sieht nach wie vor erschreckend braun aus, erschreckend wenig Leben. Und das hat damit zu tun, dass hier Glyphosat aufgebracht worden ist. Da drüben seht ihr ein Feld, das ist bestellt, da ist auch wieder eingesät worden. Ob da Glyphosat auch verwendet worden ist oder nicht, ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Ich zeige euch hier, was passiert, wenn Glyphosat aufgebracht wird und man es eben dann auch im nächsten Frühjahr noch sehen kann. Normalerweise müsste dieses Feld jetzt hier auch schon überall neben den Maisstoppeln richtig dick mit allen möglichen anderen Pflanzen übersät sein, die sich eben wild ausgesät hätten und dann neben dem Mais dazwischen den Reihen überall gesprossen wären und wären genauso grün wie das, was da drüben jetzt beim Getreide passiert ist, dass da steht. So, und da liegt eines der Probleme, mit denen wir es hier zu tun haben. Moment, da muss ich mal schauen, dass ich hier die Sonne, da ist das Bild ein bisschen besser. Mit dem wir es hier zu tun haben, das Glyphosat ist angeblich für den Menschen ungefährlich. Ich habe schon das eine oder andere Mal hier an dieser Stelle drüber gesprochen und auch im Blog geschrieben, dass das eine Scheinwelt ist, die da aufgebaut wird, weil man nicht klar versteht oder auch die, die es verstehen, nicht sagen, was wirklich passiert. Und hier an diesem Feld kann man es sehen. Glyphosat ist tatsächlich kein akutes Gift. Glyphosat wirkt als Chelat. Ein Chelat ist eine Substanz, die sich an andere, im Wesentlichen Mineralien, bindet. Und dieser Bindungsvorgang, das kann man sich irgendwie so vorstellen, als wenn ihr vor einer Disco steht und da ein großer Türsteher ist und der ist so kräftig, dass er alle möglichen anderen Leute festhalten kann. Das ist ungefähr das, was ein Chelat macht. Und dadurch entsteht dann ein so großer Klumpen, der nicht mehr durch die Tür passt, der eben in dem, was die Pflanze angeht, dann die enzymatischen Prozesse, die eigentlich natürlicherweise ablaufen, die für Photosynthese, für was auch immer in der Pflanze dann zuständig sind, unterbricht. Und da liegt die Gefahr von Glyphosat. Glyphosat führt also dazu, dass die Mineralien im Boden bzw. die Mineralien in der Pflanze, auf die es aufgesprüht wird, gebunden werden. Und Glyphosat ist deswegen so beliebt, weil es ein ganz breit wirkendes Chelat ist. Alle Pflanzenschutzmittel sind Chelate und alle Pflanzenschutzmittel binden sich an irgendwelche Mineralien, aber eben in der Regel nur an sehr wenige, sodass sie nur einen sehr speziellen Einsatz haben. Glyphosat ist ein ganz breites Chelat, bindet fast alle, jedenfalls sehr, sehr viele Mineralien. Und dadurch ist es so interessant für kommerziellen Gebrauch, weil man es für alles Mögliche verwenden und eben auch verkaufen kann. So, bringt man es aus, dann passiert das, was ihr hier eben gesehen habt auf dem Feld. Dann bindet sich das Glyphosat an die Mineralien in der Pflanze, aber auch im Boden. Und der Boden sieht dann hinterher so aus. Die Pflanze, sieht dann im ersten Moment auch noch nicht schlimm aus. Das heißt, der Absterbeprozess vollzieht sich im Laufe von Tagen danach durch das
Chelat durch die Unterbrechung der enzymatischen Prozesse. Das Gefährliche dabei ist, dass Glyphosat sehr lange bindet, sehr viel bindet und damit die Widerstandsfähigkeit, das Immunsystem der Pflanze, aber auch anderer Organismen schädigt, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das Immunsystem des Menschen. Nur ist der Mensch letztendlich dann wiederum ein so komplexes Wesen und wir leben in einer Welt, die uns hilft, vorübergehende Schwächen, Erkrankungen eben auch medizinisch kurzfristig aufzufangen. Aber im Kern bleibt trotzdem dahinter die Schwächung des Immunsystems durch die Unterbrechung der enzymatischen Prozesse. Hier im Boden, auf dem Feld, passiert es eben so, dass die Pflanze an den Wurzelenden zum Beispiel wehrlos wird gegenüber den schädlichen Bakterien im Boden. Die dringen dann ein, die besiedeln die Pflanze, die Pilze sind es, das sind alle möglichen Pathogene und die führen dann dazu, dass die Pflanze abstirbt, dass sie sich nicht mehr ernähren kann, dass sie sich nicht mehr gegen ihre natürlichen Feinde wehren kann. Ihr wisst, ich habe über Lektine geschrieben. Das ist ein Abwehrmechanismus von Pflanzen. Und so etwas wird über Glyphosat, über Wirkstoffe wie Glyphosat, es gibt noch ein paar weitere, aber Glyphosat ist derjenige, der am unrühmlichsten bekannt ist, wird da unterbrochen. Und das ist die Gefährlichkeit. Und diese Gefährlichkeit bleibt über viele Jahre bestehen. Das Glyphosat wird im Boden gebunden und kann dann auch noch lange Jahre später eben wirken, sodass, wenn dann danach auf einmal etwas anderes ausgebracht wird, ein Dünger oder irgendein anderer Stoff, sodass dann, selbst wenn man jahrelang schon keine weitere Ausbringung von Glyphosat vorgenommen hat, dass dann auf einmal dieser Bindungsprozess wieder einsetzt auch dann Belastungen entstehen. Es gibt einen Fall, wo kalifornische Mandeln beim Import nach Deutschland wegen Glyphosatbelastung abgelehnt worden sind und der Hersteller, der Produzent hat gesagt, wir haben gar kein Glyphosat ausgebracht. Das bezog sich auf die relativ kurze Vergangenheit davor, 2 Jahre oder so etwas war das, aber davor wurde Glyphosat eingesetzt und durch einen Düngevorgang, durch einen ganz normalen Vorgang auf dem Acker, praktisch auch in dem Mandelhain, ist es dann dazu gekommen, dass sich das Glyphosat wieder gelöst hat und neu in die Pflanze eingedrungen war. Und das sind die tatsächlichen Risiken, um die es hier geht. Wir greifen mit solchen Stoffen schwer in den Stoffwechsel ein, in den natürlichen Stoffwechsel aller Organismen. Ja, Bakterien sind wichtig für unser Immunsystem, sind wichtig für das natürliche Gleichgewicht. Es ist eine natürliche Symbiose, die sich über Millionen von Jahren entwickelt hat und die wird hier gestört und das ist das Problematische an diesem Stoff. Ich habe einfach mal angehalten hier jetzt auf dem Weg zu meinem Termin, weil sich das anbot, dieses Bild, ich zeige es euch nochmal, dieses Bild hier eines im Anfang April nach wie vor dunkelbraunen, brachliegenden Feldes, absolut unnatürlich. Normalerweise würde eine Brache ganz anders aussehen, wäre viel, viel stärker begrünt und bewachsen. Und dieses Feld ist mit Glyphosat behandelt worden und deswegen sieht es nach wie vor so tot aus. Für den Bauer ist es scheinbar günstig, weil er braucht hier jetzt nur noch demnächst mit dem Grubber durchzufahren. Er braucht nicht mehr groß mit dem Pflug umbrechen. Es wird gesagt, dadurch wird die Erosion auch eingedämmt. Das mag kurzfristig so sein, dass durch Pflugschar dann hinterher eine größere Erosionsanfälligkeit bestehen würde. Aber was hier entsteht, ist tatsächlich ein ganz anderes Problem. Ich habe es euch eben beschrieben.
und keine Einsparung von Diesel und keine hypothetische eingedämmte Erosionsgefahr meiner Meinung nach ist rechtfertigt, hier einen solchen schwerwiegenden Eingriff in die Natur. Daneben ist tatsächlich sogar auch noch ein Flusslauf. Die Hase fließt hier vorbei, die Hunde fließt hier vorbei. Sie fließt irgendwann weiter in die Weser. Und das, was hier ausgebracht wird an Schadstoffen, ja, das Glyphosat, geht über das Wasser dann auch weiter in die Nahrungskette. Und insofern ist es etwas, was tatsächlich schwerwiegende Konsequenzen hat. Deswegen sollten wir uns nicht damit abfinden, solche Störungen in unserer Umwelt zu akzeptieren. Ich habe versucht, euch hier einen kleinen Hintergrund zu geben, das Verständnis ein bisschen besser zu machen, warum es problematisch ist und was tatsächlich hier Sache ist. Glyphosat ist ein sehr gefährlicher Stoff, nicht weil er akut toxisch ist, sondern weil er an einem ganz, ganz elementaren Bereich der molekularen Entwicklung von Leben eingreift. Und das sollten wir nicht zulassen. Ich wünsche euch trotzdem einen sonnigen Tag und freue mich auf das nächste Wiedersehen. Bis bald. Ciao.